Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, der gegenständliche Beschluss des Nationalrates wird zu punktuellen Verbesserungen bei der Durchführung von europäischen Bürgerinitiativen führen. Die Unterstützung und der Ausbau derart direkt demokratischer Entscheidungsmechanismen und Instrumente ist und war immer schon ein Herzensanliegen der Freiheitlichen Fraktion. Selbstverständlich werden wir daher auch diesem Antrag zustimmen. Man muss aber die Sache schon einmal einordnen in das politische System auch der Europäischen Union. Wo sind denn die Entscheidungsträger der EU wirklich demokratisch legitimiert durch das Wahlvolk? Das Europäische Parlament ist es, keine Frage, aber die Kommission hat das Initiativmonopol, also die Möglichkeit, hier auch neue Rechtsetzung vorzuschlagen. Und es lässt sich gegen den Willen des Europäischen Rates bzw. des Rates auf Ministerebene und gegen die Beamtenebene nichts bewirken. Das ist ein wesentlicher Unterschied auch zu unserem österreichischen System. Die Europäische Union jedenfalls ist derart undemokratisch, dass sie, wenn sie selbst eine Republik wäre, nicht einmal ihre eigenen Anforderungen für den Beitritt zur Europäischen Union erfüllen könnte. Ja, und genau innerhalb dieses undemokratischen Gesamtsystems der Europäischen Union, das wir eben so vorgefunden haben, als Österreich beigetreten ist, haben wir nun das Instrument der Europäischen Bürgerinitiative, das in Wahrheit ein Placebo ist, weil es den Bürger einlädt, Millionen Unterschriften zu sammeln auf europäischer Ebene und sodann eine Petition vorlegen zu dürfen, die dann von der Europäischen Kommission behandelt wird und wo dann die Kommission erklärt, wie es auch in der Vergangenheit immer der Fall war, dass sie das Anliegen nicht teilt und sodann das Anliegen auch in der Schublade begraben wird. Meine Damen und Herren, das kann nicht unser Anspruch sein. Wem die Partizipation der Bürger und des Wahlvolks wirklich ein Anliegen ist, wer sich zur Demokratie bekennt, muss auch konsequenterweise wirksame Instrumente einer direkten Demokratie bereitstellen. Und wie Sie wissen und wie die Erfahrung zeigt, sind wirksam auch nur solche Instrumente, die es Bürgerinitiativen ermöglichen, ihre eigenen Anliegen, natürlich bei einer entsprechend hohen Beteiligung. Ja, es soll ja nicht jede kleinere Petition, die man vielleicht mit, wo man schneller mal 10.000 Unterschriften zusammen sammelt, soll ja nicht dazu führen, dass hier ständig sozusagen hier es zu einer Volksabstimmung kommen muss. Das fordert ja niemand. Aber sehr wohl soll es bei einer bestimmten Überschreitung, einer bestimmten Schwelle, bei einer sehr hohen Beteiligung auch möglich sein, gegen den Willen einer aktuellen parlamentarischen Mehrheit, dem gesamten Wahlvolk dann zur Abstimmung dieses Anliegen vorzulegen, wobei das Ergebnis dieser Abstimmung dann natürlich auch Gesetzeskraft hat und verbindlich ist. Meine Damen und Herren, die Schweiz zeigt es vor, wie das praktisch möglich ist und wie das auch vorbildlich funktioniert. Wirksame direktdemokratische Instrumente werden in diesem Hohen Haus jedoch alleine von der Freiheitlichen Fraktion unterstützt. Und das ist ja auch in Ordnung. Man kann ja auch der politischen Meinung sein. Eliten sind in der Entscheidungsfindung immer und in jeder Frage immer klüger als das Wahlvolk. Es gibt gar keine Weisheit der vielen. Es darf dem Wahlvolk nicht erlaubt werden, Entscheidungen gegen den Willen der Eliten herbeizuführen. Das ist ja in Ordnung. Man kann diese Meinung haben, meine Damen und Herren. Das ist zulässig, auch im politischen Wettstreit zu sagen, wir misstrauen hier dem Wahlvolk, wir bekennen uns nur zur indirekten Demokratie, lehnen aber die direkte Demokratie ab. Das ist ja zulässig. Was ich aber schon kritisieren muss, meine Damen und Herren, das ist die Haltung der Österreichischen Volkspartei. Ich habe schon vor den Wahlen einmal gesagt, es gibt keine einzige Fraktion derzeit im Parlament, in dem Reden und Tun so weit auseinanderklaffen wie bei der ÖVP. Jetzt, wo die Grünen auch wieder vertreten sind im Bundesrat und jetzt, wo sie auch in die Regierung gekommen sind, streiten sie sich sozusagen um diesen Ehrenplatz, wer hier mehr auseinanderklafft. Allerdings bleibe ich dabei, sie sind immer noch die Fraktion, denen dieses Diskrepanz zwischen Reden und Tun am meisten vorzuwerfen ist. Sie haben in Ihrem Wahlprogramm gefordert, nämlich, dass es bei Volksbefragungen, die durch 10% des österreichischen Wahlvolkes unterstützt werden, zwingend zu einer Volksabstimmung kommen soll. Sie haben diese freiheitliche Forderung also in Ihr eigenes Wahlprogramm übernommen und sodann auch mit der damaligen türkisblauen Regierung 2017 im Regierungsprogramm festgeschrieben und vereinbart. Und im jetzigen Regierungsprogramm findet sich davon nichts mehr. Sie haben diese Forderung einfach stillschweigend fallen gelassen. Sie wollen davon nichts mehr wissen. Und jetzt frage ich Sie schon, meine Damen und Herren von der Volkspartei, Sie wurden vom Wahlvolk ja 2019 bei den Wahlen mit einem überwältigenden Vertrauen ausgestattet. Und warum haben Sie jetzt in dieser Situation, wo Sie bestätigt wurden mit Ihrem Regierungskurs, diese zentrale Forderung, die in Ihrem eigenen Wahlprogramm gestanden ist, still und heimlich fallgelassen? Sagen Sie einfach ehrlich, sagen Sie Ihren Wählern, dass Sie die direkte Demokratie in Wahrheit nicht wollen. Das ist ja auch in Ordnung, das habe ich ja gesagt. Man kann ja dieser Meinung sein. Oder wollen Sie jetzt wirklich behaupten,
Ja, Sie hätten das ohnehin gefordert, aber in den Koalitionsverhandlungen hätten Sie sich nicht gegen die Grünen durchgesetzt. Wollen Sie das wirklich behaupten? Es bleibt also dabei, die einzige Fraktion, der direkte Demokratie wirklich ein Herzensanliegen ist, ist und bleibt die Freiheitliche Fraktion. Wir stimmen dem Antrag zu.